Und weiter geht's neben der abgetrennten Hand, die hier eigentlich sein sollte. Laut Quellen. Aber ich habe keine abgetrennte Hand. Also, was ist das denn? Also wenn hier eine abgetrennte Hand sein soll, dann sagt es mir wo. Ich sehe hier absolut keine. In keinen dieser Schubladen. Ich sehe ja Blut, Blut. Und das war's auch schon. Weil hier drin liegt gar nichts. Naja, mal gucken, was der PC sagt. Der Computer sagt nein, nein. Ist mal jetzt zur Seite. Wasserhöhle? Grab? Primärausgrabung. Turnguide Grab. Projektdauer 3. März 2000. Chefaufseher Wilbur Frisk. Voriger Status Ausgrabung. Aktueller Status Xenoforschung. Hintergrund. Die primäre Ausgrabungsstätte ist das zentrale Ziel des Archaikums im Grönland Shelter. Die Stätte liegt unterhalb der Shelter-Einrichtung und wird Stand 2000 bereits seit fast 25 Jahren untersucht. Am 3. März 2000 wurde ein Grab entdeckt. Aktueller Zweck. Verständnis des Grabes und seines Inhaltes. Funde. Die Hauptarbeit liegt im Verantwortungsbereich des Sprachenteams. Unter der Leitung des Chefübersetzers Howard LaFresque. Seine bisherige Entdeckungen lauten wie folgt. Das Grab war der Aufenthaltsort eines uralten Organismus. Das Organismus steht eventuell unter Quarantäne. Der Begriff Turnguide wurde von einer Inuit-Legende über böse Geister abgeleitet. LaFresque empfiehlt die sofortige Einstellung der Ausgrabung in der primären Ausgrabungsstätte. Ausgaben: Mannwochen ungefähr 27.396, Material ungefähr 53 Millionen Dollar. Geplante Arbeitsschritte: Stand 27. April 2000. Grabuntersuchung, Klammern 1. Mai 2000. Ein Team wird das Grab für die Entnahme von Standardproben öffnen. Howard LaFresque hat dagegen Protest eingelegt. Der Protest wurde von Wilbur Frisk überstimmt und die Graböffnung für den 1. Mai 2000 geplant. Endstatus offen. So. Gott, oh Gott. Sekundäre Ausgrabungsstätte B. Wasserhöhle. Projektdauer 5. Dezember 1990, 20. Februar 92. Unterzeichner der höheren Kaste Elof Carpenter. Betreff Ausgrabung. Zweck Auffinden und Bergung von Beweisen für Xenoaktivitäten sowie Xeno-Artefakten in Zusammenarbeit mit der Arbeiten in der primären Ausgrabungsstätte. Personal. Höhere Kaste 0. Projekt wird für höhere Präsenz als Zone WC eingestuft. Leitender Chefchemiker Troy Retontque am 12. September 1991 durch Nile Oswald ersetzt. Unentschuldbares Benehmen. Funde 8. März 91, Substanz 63. Als bei der Herstellung der Personatatus-Artefakt verwendetes Hauptmitreibild bestätigt. Erste neue, in Klammern nicht auf aperiodischen Tabellen enthaltene Substanz, die in den letzten 18 Monaten vom Archaikum entdeckt wurde. 6. Januar 1992, Artefakt 66b. Entdeckung eines weiteren Artefaktes, Katalogisierung der Effekte, Forschungsteams suchen weiterhin nach einem Zweck dieser Mechanismen. Sämtliche Symptome von Forschungsteams, die Kontakt mit den Artefakten hatten, stimmen mit unseren anfänglichen Hypothesen über ihre Natur überein. Ausgaben: Mannwochen 519, Material 12.192 Dollar, medizinische Kosten 39.000 Dollar, Verluste, Arbeitsunfälle 3 unterhalb der akzeptablen Archaikum-Grenzwerts, Erschöpfung 13, Todesfälle 2. Zusätzliche Anmerkung: Berichte aufgrund der möglichen Existenz eines Saboteurs aufgestellt. Mehrere Verluste und Diebstahl im Mechanikbereich, besonders die Funkausrüstung betreffend. Theorie: Dehydrierung als Form von Erschöpfung führt zu Fehlverhalten. Aufgedeckt.
Theorie: Vermisster Minenarbeiter Tom Redwood hält sich immer noch innerhalb der Abbaueinrichtung auf. Offen. Endstatus geschlossen. Die aggressive Tierwelt hat den Unterhalt der Ausgrabungsstätte unwirtschaftlich gemacht. Ah ja. As constantly entertaining as it might seem to have access to memories one has no recollection of receiving, it also places me in somewhat of a predicament. This saboteur, for some reason, he conjures in my mind the color red. So, Greenland. Oh Gott. Shelter Forschungsstation Grönland. Projektdauer 1. Bla. 1. April 73. Bericht verfasst von Gründungsaufseher Ben Stefferson. Bericht aktualisiert von Chefaufseher Wilbur Frisk. Betreff Ausgrabung und Forschungseinrichtung. Hintergrund: Am 19. Januar 1973 erfährt die Zentralkasse des Archaikums von einem großen Arbeitsunfall in einem entlegenen Minenkomplex im nordwestlichen Grönland. Der Unfall stimmt mit lokalen Berichten überein, die sich über den Verlauf mehrerer Jahrzehnte erstrecken und abnormale Benehmen und Wachstum der Tiere, hohe Selbstmordraten und ungewöhnliche Ereignisse innerhalb der Mine zum Inhalt haben. Diese Berichte fokussieren sich auf den genauen Ort des Mineneinschlusses, angeblich von einem verrückten Minenarbeiter verursacht. Xenoaktivität wird vermutet und eine umfassende Untersuchung angeordnet. Zweck: Auffinden und Bergung von Beweisen für Xenoaktivität sowie Xenoartefakten. Startpersonal, höhere Kaste 7, Leitungspersonal 5. Niedere Kaste 51, temporär 25, Gesamtbevölkerung 88. Betrieb: 2 Jahre nach seinem Bau ist der Shelter nun praktisch autark. Durch viele Geheimhaltungsbedenken des Archaikums ausgeräumt worden. Vor allem aufgrund des stark erhöhten Bedarfs an Seefracht während der Bauphase. Der Shelter wird von einer Rumpfbesatzung bestehend aus Forschungspersonal mit Unterstützung eines kleineren Instands, Haltungstrupps und allgemeinen Wartungspersonal betrieben. Aufgrund des potenziellen Werts etwaiger Entdeckungen ist eine angemessene Präsenzanteil des höheren Kasten zugesichert. Hilfsarbeiten und Ressourcenmanagement werden an diskrete, lokale Dorfbewohner vergeben. Pläne des Archaikums zur Übernahme von mehr als nur einem Bruchteil des alten Minenkomplexes wurden verworfen. Die Arbeiten an der Ausgrabungsstätte direkt unter der Einrichtung innerhalb einer Meile von Explosionsort von 1973 haben begonnen. Sicherheitsstufe, höchste Priorität. Den Standardprozeduren entsprechend wurden sämtliche die Einrichtung betreffende Dokumente nach Bauabschluss vernichtet. Alle Personen, die von der Existenz der Einrichtung wissen, arbeiten entweder in ihr oder sind unbedenklich. Die Einrichtung kann sich bei minimalen Kontakt mit örtlichen Siedlungen selbst unterhalten. Die Einrichtung existiert sozusagen gar nicht. Dies sorgt nur für vernachlässigbare praktische Ärgernisse. Funde: Substanzen 53, 63 und 70 bis 73. Persona Tardus Artefakt 27 werden mittlerweile in Zusammenhang mit dem künstlich entdeckten Grab gesehen. Finis Specialis Artefakte 10. Für Archaik von geringem Wert. Erfreuen sich aus irgendeinem Grund bei der niederen Kaste eines größeren Sammlerwerts. Turnguide Grab. Ausgaben geheim. Finaler Status operativ. So, abgeschrieben. Datei unbrauchbar, konnte nicht aufgerufen werden. Mhm. Tür-ID 1. Muss ich dann nochmal nachgucken, irgendwie. Ob das hier irgendwo steht. Mal kurz speichern. So, Notizen. Ne, To-Do-Liste. Ne. Ich muss Howards letzte bekannten Aufenthaltsort finden. Die Bibliothek. Bühne entlang. Tür-ID. Hat er seine Hand verloren auf dem Weg? Alter, dieses Ding, das regt mich jedes Mal wieder auf. Und erschreckt mich. Jedes Mal aufs Neue. Das ist eine Kunst für sich.
Ich brauch die Hand ja eigentlich. Das ist mein Problem. Ich guck einfach mal kurz in die Notizen. Kennwortänderung? Gut. Aber was ist das hier? Sieht aus wie ein halber Kopf. In der Hand liegt hier auch nicht rum. Das ist irgendwie mysteriös. Verrostete Spinte. Wenn jemand irgendwie weiß, wo die Hand ist, ob die überhaupt hier ist, bitte sagen. Ob es überhaupt eine Hand gibt, wäre auch interessant zu wissen. Ein Schließfach. Moment, was ist denn da oben? Ach, gar nichts. Sah so aus. Also, was waren die Tür... Tür-IDs? 126 und sowas? Einfach mal ausprobieren. 126. 126. Kann ich nicht aufgerufen werden. Ich wette, mit dem Ding kann ich irgendeine Tür, wichtige Tür aufmachen. 236. 236. Auch nicht gültig. 332 und 456. 332. Und 456. Wenn jemand weiß, ob ich hier ob das hier irgendwo in der Nähe ist, die, dass ich die schnell herausfinden kann, die Tür-ID, bitte sagen, aber nicht die ID sagen. Und wenn die Hand hier noch irgendwo in der Nähe rumliegt, in diesem Abschnitt, bitte auch sagen, denn ich speichere hier mal kurz. Und bis zum nächsten Mal, ich bin MK Indiana Jones.